Kinder. Hallo, ich bin Jemmy Blasig. Ich habe meine Kindheit in den Niederlanden verbracht und dort auf Lehramt studiert. Bei einer Reise durch Schweden habe ich meinen Mann kennengelernt. 1994 bin ich aus den Niederlanden zu ihm nach Saarbrücken gezogen. Damals war ich 30 Jahre alt und sprach kein Wort Deutsch. Mir war klar, dass ich, wenn ich in Deutschland leben möchte, zuerst die Sprache lernen muss. Ich bin damals direkt ins kalte Wasser gesprungen und habe einen Job als Kassiererin in einem Supermarkt angenommen. Das war nicht einfach, denn zu Beginn konnte ich mich nur mit Händen und Füßen verständigen. Ein Sprachkurs und das später folgende Deutschstudium haben mir bei meiner Integration sehr geholfen. Jetzt bin ich selbstständig mit meiner eigenen Sprachschule und stolz darauf, in eine deutsche Grundschule unterrichten zu dürfen. Die Integration in die deutsche Gesellschaft war für mich nicht einfach, da wir in den letzten 15 Jahren sehr oft umgezogen sind. Jetzt leben wir mit unseren 4 Kindern in Donsbrüggen in der Nähe von Kleve. Hier fühlen wir uns sehr wohl, denn unser direktes Umfeld akzeptiert uns so, wie wir sind. Es ist völlig normal, wenn wir in der Nachbarschaft eine deutsche und eine niederländische Flagge hissen. Und es tut gut, sich integriert zu fühlen, ohne die eigene Identität zu verleugnen.